Und da sind wir zurück. Zurück. Bei Heavy Rain. Hallo! Liebe Heavy Rain-Fangemeinde. Grüß dich. Grüezi, hallo. Tja, was? Wir sind wieder da. Outsider Gaming is on the way. The way. To complete the game. Heavy Rain. Und jetzt starten wir da mal rein in die Kloake. Kloake nennt man übrigens auch einen Vogelanus. Guten Abend. Schönen guten Abend, Sir. Nabend, hallo. Schauen wir uns mal um da in dem Laden, nicht wahr? Was da Waschmittel? Oh. Ja. Aha. Ja. Waschmittel brauche ich ganz nach, vor allem kein Clean Ultra, danke. So, jetzt schauen wir da mal. Ah, das ist zu spät. Stuff only. Ach so. Entschuldige, das habe ich nicht gewusst. Schauen wir da mal, Bratpfannen. Ein Milch, hä? Nein, brauchen wir nichts. Obst. So, was haben wir in dem Gang da herinnen? Schlender da durch, unser Scotch Shelby Cobra. Jung. Was haben wir da? Oh. Aha. Kommen wir zu dir auch hinterher gehen. Na gut, dann. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Sie wissen vielleicht etwas, das Leben retten könnte. Ich konnte das Leben meines eigenen Sohnes nicht retten. Ich verstehe nicht, wie ich das Leben anderer retten könnte. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Ganz hinten rechts, dann schauen wir mal. Es sind aber heute einige Pollen in der Luft, du. Ja, hilft nicht. Hilft nicht. Ah, Inhalator. Asthma. Guten Abend. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine Scheißspielchen. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die Scheißkasse auf, Mann. Nein, Sir. Und plötzlich befinden wir uns in einer Gefahrensituation. Nicht in die Chips, gell? Nein, nein, ein Dieb. Sie kriegen es nicht. Also ein Räuber. Oh. Hey. Kommen Sie! Kommen Sie her! Hände hoch! Hände hoch! Jetzt haben wir die Hörig verbockt. Nichts Neues bei dir. Also was jetzt? Jemand könnte reinkommen und Alarm schlagen. Sie haben nicht die geringste Chance, hier rauszukommen. Wer hier reinkommt, den knall ich ab! Scheiße, Sie machen mich nervös. Tja. Und dann garantiere ich für nichts. Du Opfer. Die Cops können jede Minute hier sein. Die scheren sich einen Dreck um Sie. Die schießen erst und stellen dann die Fragen. So ist es. Sie wollen mir Angst machen, hä? Mich einschüchtern? Ja. Ich scheiß auf die verdammten Cops. Wenn sie kommen, niete ich alle um. Na, das will ich sehen. Keine Panik, ganz ruhig. Niemand will sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Natürlich. Sie wollen doch keinen erschießen, oder? Wir werden ganz bestimmt eine Lösung für das hier finden. Hey, das ist es nicht wert.
Weg mit der Waffe. Und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll. Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß. Will du doch nur helfen, Alter. Ich möchte, dass Sie die Waffe in die Tasche stecken und aus dem Laden gehen. Mein Freund und ich vergessen, was passiert ist. Und Sie kriegen eine zweite Chance auf ein anständiges Leben. Was meinen Sie? Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Alter Vorder, du gehst mir aber gehörig auf den Pelz. Komm her da, weg mit der Waffe. Siehst du jetzt? Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Was haben wir da drinnen? Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Shelby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Wenn der Typ wieder aufwacht, was macht er dann? Keine Ahnung. Und vor allem, wieso sucht das Gott einen Jungen? Oder beziehungsweise welchen Jungen sucht er? Weil der hat ja noch nichts mit unserem... Na generell die Kinder. Ja, ja, aber er hat gesagt, vielleicht finden sie den Jungen. Naja. Auf alle Fälle kommt jetzt ein neuer Charakter ins Spiel. Eine Charakterisine, möchte man sagen. Hallo, Baby. Schauen wir mal. Was haben wir da? Okay. So spät schon. So früh. Da kann man es eigentlich, wenn man will. Hoch mit dir. Du Sau. So. Na, jetzt aber. Wo gehen wir hin? Und die noch viel interessantere Frage, wer bist du? Die Charakter. Wie ist gesagt? Charakterisine. Charakterisine, ja. So ist sie. Genau, ja. Hi. Nein, nicht runtersteigen. Ist da das Bad? Ja. Ja, mach halt auf. Na, taugt dir nicht so. Ah, da sind Stufen, wa? Wa? Coole Bude. Ja. So ein Penthouse-Loft. Milch. Ja, dann halt nicht. Ich hätte gerne einen Cappuccino mit einer Menge Milchschaum.
Trink. Tu den runter, tu den weg. Ne? Hm? Was war das? Was? Da hinten. Ich hab jetzt nichts gesehen. Da war, entweder war das ein Schatten oder... Achso, ein Wasser. Ja, das... Water Bottle. Hm. Schau, war da doch was. Wer ist da? Hallo? Beängstigende Situation. Nicht so schier. Da ist doch was. Na, dann schau halt einmal. Ich hab Angst. Okay. Hallo? Reklame da hörst. Wupp, wupp. Wie ist dein Name? Und was ist da zum Teufel nochmal in unserer Wohnung? Schauen wir mal zur Türe. Na, magst du nicht, oder wie? Da ist auch noch eine Tür. Ist ja geil. Na? Katzenwäsche. Oder dann halt nicht. Ja. Ah, jetzt. Was ist das jetzt? Wesen? Lufttablett. Glaubst? Keine Ahnung. Ah, die Falten kommen schon. Tja, Krähenfüße. So. Hübsch gemacht. Unsere Charakterisine. Ihre Schwester ist übrigens Rosine. Und das ist die Rosi, ne? Genau. Ja. Boah. Das hat's mir aber kurz gehabt, gell?
Kühlschrank hat sie. Also wir haben definitiv jemanden in der Wohnung. Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Dann gehen wir zur Tür. Mhm. Hoch. Na, du kriegst mich nicht. So. Die eine ist da. Alter, wer bist du? Was willst du von uns? Hau nieder, hau nieder. Ja, ich probier's. Oh. Na, 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 na. Ja, nämlich. Ja. Oh. Im Sessel. Sag das zwar leid. Ja. Voll davor da. Oder? Ja. Ja. Ja, ja. Scheiße. Jawohl! Oh! Das war jetzt aber heftig. Na, na. Tja. Geht's zu. Voll. Na, na. So leicht geht das nicht. Au! Sag mal, spinnst du? Tja, die sind aber auch schon ganz schön mitgenommen jetzt. Was? Ist da ein Dritter auch noch. Okay, das war nur ein Traum. Dann.